Die Gehäuseteile können mit einer Handsäge oder mit einer Kreissäge zugesägt werden. Am besten eignet sich Sperrholz aus Birke, da es hochwertiger als Pappelsperrholz ist. Die Positionen der Löcher werden durch Messen auf die Teile übertragen. Damit der Bohrer nicht verläuft, die Löcher vorher mit einer Reißnadel ankörnen. Das Loch im Deckel kann gebohrt oder ausgesägt werden. Die beiden kleinen Löcher im Deckel erst bohren, wenn das Deckelunterteil an den Deckel geleimt wurde. So ist gewährleistet, dass die Löcher genau passen. Der Tellerfuß wird von einem Bohrestab abgesägt. Zum Anzeichnen der Mitte einfach die Ecken diagonal mit einer Linie verbinden. Die Länge der Rundhölzer kann man ohne zu messen direkt auf der Zeichnung markieren. Die Schnittflächen glatt schleifen und bei den beiden Übertragungsstäben die Enden abrunden. Zum Aussägen der restlichen Teile einfach die Zeichnung auf das Holz kleben. Bei diesem Projekt kann man sehr gut Holzreste verwerten. Zum Aufkleben des Papiers sollte ein Bastelkleber verwendet werden, der kaum Rückstände hinterlässt. Teile mit geraden Kanten am besten gleich so auf das Holz kleben, dass man diese nicht mehr aussägen muss. Vor dem Aussägen sollten alle Löcher gebohrt werden, da man die Teile jetzt noch besser festhalten kann. Zum Aussägen der wenigen Teile reicht eine Laubsäge. Wenn man eine Dekupiersäge hat, geht es etwas schneller. Ich verwende meist Rundsägeblätter. Wichtig beim Aussägen der Zahnräder ist, dass man die Linie gerade so wegsägt. Diese darf am Ende nicht mehr zu sehen sein. Dann haben die Zahnräder auch genügend Spiel. Wenn der erste Schnitt nicht gleich perfekt wird, kann man mit dem Sägeblatt das überschüssige Material abfräsen. Den Teller schön rund schleifen. Geht natürlich auch von Hand mit Schleifpapier. Die Maus muss auch noch in Form geschliffen werden. Auf die Finger achten, da die Maus sehr klein ist. Den Feinschliff macht man am besten von Hand. Zum Schluss das Papier vom Holz abziehen. Einfacher geht es, wenn man die Teile vorher mit einem Heißluftgebläse erwärmt. Der Mäuseschwanz wird aus dünnem Draht gebogen. Dann sind auch schon alle Einzelteile fertig. Sieht sehr überschaubar aus. Der Zusammenbau beginnt mit dem Verleimen des Gehäuses. Die Bohrung auf der Unterseite mit einem großen Bohrer etwas ansenken, damit der Schraubenkopf später nicht übersteht. Die Tellerwelle sollte auf der Unterseite vorgebohrt werden, damit das Holz nicht reißt. Die Bohrung muss sehr genau in der Mitte sitzen. Wenn es nicht klappt, hat man ja noch die andere Seite. Die Position der Kurvenscheiben auf der Kurbelwelle kann wieder von der Zeichnung abgezeichnet werden. Auf die richtige Reihenfolge beim Zusammenbau achten, damit später nichts fehlt. Die Kurvenscheiben sollten wie hier zu sehen angeordnet werden.
vor dem endgültigen Einbau der Kurbelwelle zuerst ausprobieren, ob sich die Mechanik leicht drehen lässt. Eventuell nochmal etwas nachschleifen. Den Teller als letztes Teil des Gehäuses verleimen. Bevor der Leim trocknet, die Kurbel drehen und prüfen, ob der Teller genau mittig sitzt und nicht schleift. Die Drehpunkte für die Befestigung von Pfote und Schwanz sollten ebenfalls mit einem kleinen Bohrer vorgebohrt werden. Die Löcher in Pfote und Schwanz auch wieder mit einem Bohrer ansenken. Je nach Schraubenlänge diese eventuell etwas kürzen, damit sie nicht auf der Vorderseite der Katze herauskommen. Die Schrauben nicht fest anziehen, damit Pfote und Schwanz leichtgängig wieder in ihre Ausgangsstellung zurückkehren können. Damit die Katze die arme Maus nicht erwischt, muss man die Kurbel so drehen, dass die Katzenpfote gerade herabgefallen ist. Dann hat man die Position, um die Maus auf den Teller zu leimen.